Lass uns damit auch nochmal auf den Blick auf den US-Dollar werfen. Denn da gilt ja grundsätzlich, schwacher US-Dollar gut für Gold. Jetzt kann man aber argumentieren, eigentlich ist der US-Dollar gar nicht so schwach. Nämlich in Relation zum Euro, britischen Pfund etc. pp. Da kann man nicht sehen, dass der Kurs einbricht. Zwar haben wir fallende Zinssätze, okay, aber einen schwachen Dollar nicht. Wie kann es dann also sein, dass Gold dennoch so stark performt? Wie siehst du diesen Zusammenhang, Stefan? Also erstmal korrekt. Wir haben zuletzt sogar eine deutliche Dollarstärke zu verzeichnen, muss man sagen. Fast 4% stieg der DXY, das ist so der größte Basket dafür oder der nennenswerte. Seit August gen Norden und befindet sich damit tatsächlich in der zweitstärksten Kursbewegung in diesem Handelsjahr. Und das bisher lang ohne nennenswerte Rücksetzer. Also es ging die letzten Wochen eigentlich nur gen Norden. Generell gilt ja, und das ist das, worauf Sven so ein bisschen anspielt, ähnlich wie bei Bitcoin weisen sämtliche Assets, die gegen den US-Dollar gehandelt werden, also in diesem Fall Bitcoin, Öl, also sämtliche Commodities, Gold, Silber etc., eine inverse Korrelation mit dem Dollar auf. Und das ist auch, wenn man quasi das Broader Picture, also den Langfristchart anguckt, dann sieht man das auch sehr gut, dass das auch funktioniert sozusagen, diese Art der Korrelation. Daher überrascht natürlich diese bullish Performance von Gold gegenüber dem zuletzt starken US-Dollar auf den ersten Blick dann doch. Und da man jetzt, aber dann guckt man ins Detail, natürlich sämtliche Staaten, deren Währung gegen den US-Dollar berechnet werden, zuletzt ebenfalls ihre Leitzinsen abgesenkt haben, also nicht nur die FED die einzigen waren, sondern alle anderen auch fleißig am Senken sind, werten sie sich dann gegenüber der Weltleitwährung ebenfalls ab und tragen indirekt dann tatsächlich wieder zur Stärke des US-Dollars bei. Und auch, dass Anleger trotz leicht sinkender Renditen weiterhin am Geldmarkt unterwegs sind und dieser mit momentan tatsächlich 6,8 Billionen US-Dollar, da haben wir es wieder, also sprich, es werden US-Dollar in diesen Geldmarkt gepackt, einen neuen Höchstwert erreicht haben, das steht nämlich auch beim All-Time-High, stützt dann natürlich den Kurs des US-Dollars zusätzlich, weil Leute sich US-Dollar besorgen, um im Endeffekt in US-Staatsanleihen oder beziehungsweise in die Rendite zu investieren am Geldmarkt. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch nur, und das ist eigentlich das Positive, dass Gold lediglich noch mehr an Stärke gewonnen hat, als es der US-Dollar selber hat, sei es jetzt gemessen in DXY oder dem Bloomberg Dollar Spot Index, der statt dem DXY 10 statt 5 Währungen in einem Indexbuster zusammenfasst und der auch regelmäßig tatsächlich neu gewichtet wird. Und im Endeffekt der US-Dollar gegen sämtliche anderen Währungen. Ich glaube, die einzige Währung weltweit, die so dagegen gehalten kann, ist der Schweizer Frankli, der sich wirklich die Waage hält, beziehungsweise teilweise den US-Dollar outperformen kann. Aber bemerkenswert ist diese Entwicklung allemal, da eine derart starke positive Korrelation, und das ist das, was wir momentan sehen, also sprich, der US-Dollar steigt, aber Gold steigt genauso mit, nur sehr selten sehen, haben wir auch einen schönen Chart, den hatte ich dir auch geschickt, und das tritt immer nur sehr temporär auf, also es gibt immer so Spikes, wenn man so eine positive Korrelation über einen kurze Weile Bestand hat und dann bricht die eigentlich wieder weg und dann fällt das mehr oder weniger an diesen Status Quo zurück und der ist nämlich eher diese inverse Korrelation. Und man kann eigentlich sagen, dass es, wenn es zu einer Normalisierung in den kommenden Wochen kommt, also sprich diese positive Korrelation wieder abgebaut wird und wieder vielleicht gen Null läuft oder sogar wieder ins Negative zurückschwingt, könnte das optimalerweise für uns die Kurse von Assets wie Gold, Silber oder aber auch Kryptos, die halt wie gesagt im US-Dollar gehandelt werden, zusätzlich stützen und befeuern. Gutes Stichwort. Ich würde gerne auch zum kleinen Bruder von Gold auf den zu sprechen kommen, nämlich Silber. Auch sehr stark in der Performance zuletzt, über 45% auf Jahressicht, aber im historischen Vergleich, und da nimmt man immer das Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis, wie viele Unzen Silber brauche ich, um eine Unze Gold zu kaufen, da stehen wir bei 80 und das ist jetzt nicht so ein toller Wert, sage ich jetzt mal. Silber könnte vielleicht sogar auch ja unterbewertet sein gegenüber Gold. Wie stehst du eigentlich zum Silber, Stefan? Ich bin tatsächlich ein Silber-Fan. Man sagt ja auch nicht ohne Grund, dass Silber ist das Gold des kleinen Mannes. Und ich lebe ja auch in Charlottenburg. Das ist quasi, da habe ich gelernt, hier in Berlin, sorry für die Anekdote, das ist das, Gott, wie heißt das Stadtteil noch gleich? Egal, Charlottenburg ist auch sozusagen ein Stadtteil des kleinen Mannes. Also insofern bin ich damit vollkommen d'accord. Und man muss dazu sagen, oder meine Meinung ist darin, hat im Grunde genommen eigentlich momentan zweierlei Gründe. Zum einen wissen wir, Silber wird in der Industrie gebraucht, unter anderem auch anteilig in der
Automobilindustrie, was die E-Automobile angeht. Insofern haben wir dort eher über Zeit gesehen eher eine steigende Nachfrage. Aber, und jetzt kommt's, die Anzahl der Silberminen, die ist, obwohl jetzt der Silberkurs seit Jahresanfang so deutlich zugelegt hat, hast du ja gesagt, nicht nur nicht angestiegen, sondern ist auch noch zurückgegangen. Ich habe die Grafik jetzt leider nicht gefunden, aber es ist tatsächlich so, gut, Silber ist etwas, wenn man das schürft, ist ein ziemlich dreckiges Geschäft, um es mal so zu sagen. Ziemlich schlecht für die Umwelt. Und es gibt viele Länder, die jetzt einfach da höhere Auflagen haben, weshalb manche Minen schließen mussten. Aber es ist zumindest aktuell, sieht man nicht, keine Bemühungen weltweit, dass irgendwo wirklich eine Firma oder die großen Bergbauunternehmen zum Beispiel sagen, okay, wir müssen wieder massiv Silberminen öffnen. Das heißt, auf kurz oder lang könnten wir da so eine Art Supply-Shock bekommen, ähnlich wie wir es ja vielleicht auch für Bitcoin hoffen. Ein großes Problem generell bei Gold und Silber, und deswegen ist eigentlich, kann man schon froh sein, dass die Kurse jetzt momentan so gut laufen, ist diese riesige Menge an Derivaten bzw. synthetischen Assets. Also man redet auch immer gerne mal von Papiergold oder Papiersilber, denn mehr als 80% des Handelsvolumens, das ist mein letzter Kenntnisstand, bei Gold und Silber gehen auf Papiergold und Silber zurück. Also sprich, das ist das, was gehandelt wird. Es ist selten logischerweise was Physisches, weil die Leute nicht Barren hin und her schleppen. Und man muss dazu sagen, dieser Markt wird, wenn Leute sagen, Bitcoin wäre manipuliert, dann sollen sie mal genauer gucken, was am Goldmarkt los ist. Denn da wird von Banken wie JP Morgan oder auch Akteuren an der Commodity-Börse in London, manipuliert und gedreht, was das Zeug hält. Insofern eigentlich, man sagt eigentlich im Zuge dieser Staatsverschuldung, im Zuge der Inflationsproblematik, gibt es Leute, und das sind jetzt nicht unbedingt Goldbugs, die sagen, rein technisch müsste Gold ungefähr bei 6.000 US-Dollar pro Feinunze stehen, sondern wird künstlich unten gehalten. Ja, das ist ja bekannt, wirklich. Dann gibt es ja auch nachgewiesen, ist es ja inzwischen, dass auch JP Morgan diese Preismanipulation macht, die ja halb legal ist und man zahlt kleine Strafen dafür, aber die Strafzahlung ist dann doch weniger als der Gewinn, den man damit erwirtschaftet. Ich glaube, spannend hierbei ist ja noch, dass es, wie du auch schon meintest, es gibt ja kaum Silberminen, das ist ja meistens oft auch noch ein Beigeschäft. Man schürft was anderes und macht dann nebenbei noch ein bisschen Silber. Und ja, wenn das jetzt auch nicht gerade so super attraktiv in den letzten Jahren war, wären natürlich auch eben die Kapazitäten abgebaut, was dann echt zum Problem werden könnte. Du selbst hast dir aber noch ein paar Silberunzen gesichert, Stefan, höre ich da raus, in deinem Tresor in Charlottenburg. Naja, also ich bin tatsächlich eher Fan von Silber. Also Gold habe ich tatsächlich auch, fand mir fast ausschließlich, muss man sagen, via ETFs. Also sprich, da kann man rein den Gold-ETF nehmen, den GLD, oder es gibt auch ETFs, den ich jetzt zum Beispiel, kann ich ja ganz kurz einmal droppen, eine Sekunde, der heißt MI97, glaube ich. Ja, nee, MI9S heißt der. Das ist der BlackRock Gold, also auch dort hat man natürlich BlackRock im Namen, BlackRock Global Funds World Gold Fund, das ist ein Fonds von denen. Und der läuft jetzt auch gerade, also steht kurz davor, das August-Hoch aus 2020 endlich hinter sich zu lassen. Das deckt sich ja ein Stück weit mit diesem, was ich meinte, dass der Chart, dass viele Goldaktien noch krass hinterherhinken und jetzt womöglich ausbrechen konnten im Verhältnis zur Korrelation sozusagen gegen den S&P. Und das könnte dann ganz spannend werden. Dann hoffe ich mir auch, dass der Goldfonds, in dem ich da bin, noch eine ganze Ecke weiter performen kann. Und darauf angesprochen, Silberfan. Ja, Silber habe ich eine ganze Ecke an physischen Positionen, die auch im Safe liegen. Ich nenne Silber ist für mich meine Silberposition, meine physische, so ein bisschen der Notgroschen. Ah ja, für schlechte Zeiten. Hoffen wir, dass sie niemals kommen werden. Ich bin der aber d'accord. Ich bin auch eher der Silberfan als der Goldfan. Denn ich glaube auch gerade, wenn man an das Thema künstliche Intelligenz glaubt, dann ist Silber eigentlich eine super Wette darauf, weil wir brauchen viel Energie. Bei Solarpanels eben, ja, wächst die Nachfrage stetig. Auch wenn Automobil vielleicht etwas zurückgeht, der Silberbedarf ist ja hier sehr groß in der Industrie, glaube ich, dass auch noch neue Industrien kommen werden, perspektivisch Roboterindustrie, glaube ich, da wird man auch einiges an Silber brauchen und eben in der Kombination mit Solar könnte die Nachfrage so groß werden, gerade wenn China weiter so macht, wie es aktuell ja tätig ist, auch im Solarbereich, USA, Europa eben, wo es ja auch wirklich auf der Agenda steht, das massiv auszubauen. Da hatte auch Elon Musk erst kürzlich einen Post, glaube ich, veröffentlicht mit, dass Silber dann eben ja doch sehr, sehr stark eben durch die Decke gehen wird. Also spannend. Ich würde aber sagen, lass uns jetzt mal endlich zum Thema Krypto und Bitcoin kommen oder die Brücke zum Thema Krypto schlagen. Jetzt ist das so eine Schwierigkeit mit der Korrelation. Also Bitcoin und Gold, historisch hat man immer versucht, da was festzustellen, wie die in einer
Beziehung zueinander stehen. Das war immer sehr schwierig, war das. Was ist denn deine Meinung darauf? Gibt es da so eine, ist jetzt die Gold Rally zum Beispiel bullish für Bitcoin oder kann man diesen Schluss gar nicht ziehen? Also es gibt tatsächlich, ich habe hier auch einen Chart, wo du sagst, ich gucke mir den mal gerade schnell an, der besagt zumindest mal jetzt für die letzten Pi mal Daumen 12 Monate, dass es immer mal wieder eine positive und wie du schon sagst, deswegen, es gibt keine stringente, konstante Ableitung oder Korrelation, die man finden kann. Es ist mal, dass Gold positiv korreliert mit Bitcoin, sprich beide steigen. Also wenn Gold steigt, steigt Bitcoin und vice versa. Und dann gibt es aber auch immer mehr wieder Zeiten, wie zum Beispiel diesen Sommer zwischen Juli und August, mehr oder weniger einen ganzen Monat lang, wo wir dann eher eine negative Korrelation gesehen haben. Das heißt, Gold steigt, Bitcoin fällt und vice versa. Insofern, wie du schon sagst, es gibt da nicht diese Korrelation. Das ist richtig. Aber man muss eigentlich sagen, dass, naja, also eigentlich bedeutet es ja ein Stück weit auch nur, wenn ich mir diese Gold-Rallye angucke und was das für Bitcoin bedeuten könnte. Dass Anleger zumindest momentan, wenn ich jetzt auf Gold schaue, womöglich schlicht und einfach, und wenn man mal diese Inflationsproblematik so ein bisschen rauszieht, wir wissen, es ist, Gold ist ein Inflationshedge, wir hoffen, dass Bitcoin über Zeit ein Inflationshedge ist. Inflation ist jetzt momentan nicht mehr die größte Baustelle, das heißt, da muss momentan zumindest nur noch bedingt gehedged werden. Aber wir haben trotzdem diese großen Bedenken gegenüber dem Fiat-System und der ausufernden Überschuldung. Und das sehen wir einmal mehr gut in den USA, wie auch in China selbst. Zum Beispiel jetzt, vielleicht wieder eine kleine Side-Info, die nicht so viele wissen, bei Costco, das ist so wie quasi wie Walmart, so ein riesiger Supermarktkette in den USA, kann man nämlich seit einer Weile auch physische Goldbarren kaufen. Und das nutzen Kunden nämlich sehr wohl. Die aktuellsten Zahlen zeigen, aus dem Vormonat habe ich die, dass der Supermarkt monatlich tatsächlich 200 Millionen Umsatz macht, nur durch die Verkäufe von Barren. Das ist eine Menge. Das ist, im September hatten wir weniger Inflows in Bitcoin-ETFs, als im Endeffekt Gold bei Costco gekauft wurde. Also das ist schon eine Hausnummer. Und Gleiches ist tatsächlich zu sehen in China. Reiche Chinesen machen das, die kaufen Gold über Anbieter in Hongkong und sichern sich so ab. Und sollte China im Endeffekt eigentlich jemals das Verbot von Krypto oder zumindest Bitcoin aufheben, ja, wäre, glaube ich, eine regelrechte Nachfrageexplosion erwartbar. Zumal Menschen generell, das wissen wir auch seit unserer Asienreise, hast du ja auch gesehen, in Asien, digitalem sehr viel offener gegenüberstehen. Man kann viel mehr mit gerade Handy draufgepackt und gib ihm. Und einfach generell ein höheres Vertrauen in derartige Zahlungen haben, als wir in Europa und insbesondere wir in Deutschland, der ja wir immer noch an unserem Papierbargeld irgendwie hängen so ein Stück weit, sehe ich auf jeden Fall, dass übergeordnet diese Korrelation oder beziehungsweise, dass diese Stärke an Gold unter der Prämisse, dass Bitcoin ein weiteres Spektrum an Leuten erreichen könnte oder mehr Leute verstehen, worum es da vielleicht auch geht. Also sprich, es ist weiterhin das, was wir ja auch machen. Man wird jetzt echt Aufklärung gefragt. Dass vielleicht über Zeit diesen Charakter des digitalen Golds irgendwie zuordnen, dass das perspektivisch eigentlich positiv sein könnte. Weil die Überschuldung geht ja nicht weg. Die Gefahren oder beziehungsweise die Vorbehalte gegenüber Fiat, die sind ja nicht ausgelöscht morgen oder übermorgen, nur weil irgendeiner was sagt. Also insofern, die Tendenz ist klar. Nur man darf halt bei einem Investment nicht immer denken, wenn man heute investiert, ist man morgen reich. Wenn man das tut, dann ist man einfach falsch. Muss man Lotto spielen. Genau, aber ich bin auch so optimistisch wie du, dass einfach durch ja weiteres Wissen eben auch immer mehr Edelmetallinvestoren ja zu Bitcoin rüberwechseln dann auch. Die Motivation kann ja sehr ähnlich sein. Es ist ja eben nur etwas spekulativer, etwas volatiler, aber letztlich auch ein Inflationshedge langfristig betrachtet, auch ein Hedge gegen das Fiat-Geldsystem. Und da hoffe ich zum Beispiel, dass die ETFs vielleicht da auch eine Rolle spielen können, dass da eben gerade die Boomer vielleicht auch so ein bisschen abgeholt werden, ins Boot geholt werden, die Goldbugs, die bislang mit Bitcoin nicht so viel zu tun haben wollten. Wie siehst du da diese Möglichkeit an, dass wir eben aus dem ETF-Bereich da eben viele Goldinvestoren bekommen noch? Also das ist ja auch ein erhofftes Ziel der Anbieter, muss man ganz klar sagen. Also Larry Fink wird ja nicht müde, auch sowas zu betonen, immer wieder, wenn er sich mit breiter Brust reinstellt und Bitcoin als neue Asset-Klasse definiert und unglaublich viel Platz als im Market Cap sieht. Und
Insbesondere muss man wissen, die Boomer in den USA, also die Generation, was ist das aktuell? Ich glaube, um die 60 plus, die fallen da so rein. Die sind absolute Goldbugs in den USA. Das sind die, die nicht unerheblich viel Gold in ihrem Depot haben als Risiko der Diversifikation. Und auch deswegen versuchen allen voran BlackRock, aber auch Fidelity, die sehr, sehr viele Privatinvestoren bedienen, eigentlich diese Investorengruppe für das digitale Gold zu gewinnen. Also da gibt es regelmäßig Informationsveranstaltungen, also sich Handouts, die gegeben werden, um den Leuten das einfach zu erklären. Und ja, schaue ich jetzt im Endeffekt tatsächlich aktuell auf den zuletzt auf über 20 Milliarden US-Dollar angestiegenen Total Net Inflow bei Bitcoin, was ein neues Allzeithoch darstellt. Und gleichzeitig auf die deutlichen, oder was zurückzuführen ist, auf die deutlichen Zuflüsse in die ETFs, gerade jetzt in den letzten zwei Wochen, scheint sich ja die Nachfrage ja zumindest mal positiv zu entwickeln. Und Bitcoin zusammen mit Gold und auch Silber im Depot zu haben, machst du ja vorbildlich, macht ja Sinn. Zwecks, wie gesagt, Diversifikation und Schutz der rasanten Geldentwertung. Man muss vielleicht dazu noch eine Sache sagen, dass die Inflows, das, was wir momentan sehen und dass irgendwie ein Stück weit wieder das Interesse an den ETFs da ist, hat auch ein bisschen damit was zu tun, dass wir diesen Art Hedge wieder haben können, weil tatsächlich seit heute oder seit dem Wochenende ist es so, dass der Premium gegen von der CME Future Werts gegenüber dem Spotmarkt beträgt jetzt wieder 10%. Und auch die Funding Rates, also quasi das, was ich bezahlen muss, wenn ich in Long gehen würde in einen Future auf Bitcoin, der steht jetzt auch wieder PA, also pro Jahr gerechnet, bei 10%. Und wenn wir uns zurückerinnern, Februar, März, als wir die rasante Rallye gesehen haben, ich glaube Februar war es, als es so richtig losging, hatten wir genau das. Diese 10%-Schwelle ist immer, das zeigt, okay, jetzt könnte es für Institutionelle auch wieder interessant zu sein, ihr quasi Hedge zu bauen. Bedeutet, sie gehen long in Bitcoin-ETF und shorten wiederum via CME Bitcoin, um genau dieses Delta, also diese 10%-Rendite sicher im Endeffekt einfahren zu können. Das sieht man. Aber ich habe vielleicht auch noch eine ganz kurze Grafik. Also im Endeffekt, ja, ich bin bei dir und wir... Das sollte ein zusätzlicher Kicker sein. Und gerade die Inflows in der Vorwoche jetzt waren wirklich massiv. Ich glaube, 2,13 Milliarden an Inflows. Also man sieht wirklich, da ist massiv Geld reingeflossen. War mit die stärkste Woche für die Bitcoin-ETF seit März. Und wir wissen auch da, das muss sich über Zeit entwickeln. Ich hatte dir ja auch, glaube ich, eine Grafik geschickt gehabt noch. Fällt mir gerade ein, die ich auch dementsprechend komplett interessant finde, dass wir nämlich innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum es geschafft haben, habe ich dir die Grafik geschickt, im Endeffekt Bitcoin, dass die Bitcoin-ETFs in der kurzen Zeit, die es jetzt gibt, way mehr Geld eingesammelt oder mehr Geld in sich vereint haben, als es der Gold-ETF in mehreren Jahren getan hat. Ich glaube, 5 Jahre waren es. Das heißt, die Gold-ETFs in 5 Jahren nicht so viel Geld an Inflows gehabt, so viele US-Dollar wie Bitcoin jetzt in, was sind wir? 10 Monate? 11 Monate? 10 Monate? Seit Januar. Ja, gute 10. 15. Januar oder was ist das? Oder 13. Ja, also gute 10 Monate. Insofern, das ist schon eine Hausnummer. Aber auch bei Gold hat es sich gelohnt. Wie gesagt, ich fand die Grafik so schön, deswegen musste ich sie dir reinlegen. Ich lese mal gerade vor, denn jemand, der ein Millionär in 2013 war und dieses Geld in Gold gehalten hat, also quasi US-Dollar-Millionär war, aber gesagt hat, nee, ich brauche das nicht in Fiat, sondern ich lege mir einfach Gold zu, der ist jetzt ganz gepflegte 92 Millionen US-Dollar reich. Da werden manche Meme-Coin-Trader wahrscheinlich drüber lachen, weil sie sagen, ja, mal 100 kann ich doch in 2 Wochen machen. Nichtsdestotrotz, eine Ver-92-Fachung ist super, weil das bedeutet nämlich auch, dass der seine Millionen in US-Dollars gehalten hat, die werden jetzt noch ganz dezente 16.779 US-Dollar wert. Also sprich, ja, eine ganze Ecke an Inflation und Geldentwertung, die da so passiert ist. Genau, ich finde diese Vergleiche immer sehr schön, diese historischen. Es gibt ja auch den Vergleich, dass man mit einer Unze Gold immer einen Maßanzug kaufen konnte. Vor 100 Jahren, vor 200 Jahren und auch vor 300 Jahren im Wilden Westen sozusagen,
war es genau eine Unze Gold. Das passt ganz gut. 2.700 US-Dollar für kriege ich schon einen anständigen Maßanzug. Und ja, es ist zwar keine große Upside dabei wie bei Bitcoin, aber eben zumindest der Kaufkraft erhalten. Und das, finde ich, macht es auch zu einem irgendwie auch ja schönen Investment, was man eben auch als Krypto-Investor, glaube ich, einfach auch als Beimischung haben kann. Auch wenn natürlich ganz klar mein Fokus oder unser Fokus auf Krypto liegt und auch das Portfolio so ausgerichtet ist. Nun ja, ich würde sagen, mit diesem doch ja rückenschlagenden Hauptthema zwischen Krypto und E-Metallen, lass uns jetzt auch nochmal einen Blick auf die aktuelle Handelswoche werfen, Stefan. Und die Frage wie immer, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an? Also die vierte Handelswoche im Oktober wird bestimmt von Daten im US-Immobilienmarkt, wobei ich tatsächlich sage, das ist alles gar nicht so wichtig. Wir haben zwar Absatzzahlen von Bestandsimmobilien und neuen Häusern, die sind wichtig, weil der Immobilienmarkt in den USA so wichtig ist, weil der Pluszulieferer ungefähr 20% des GDPs ausmacht und 20% der sämtlicher Angestellter. Insofern ist es ein großer Sektor. Aber eigentlich am wichtigsten sind tatsächlich, und das haben wir jetzt auch in der Vorwoche gesehen, vermutlich die die Berichtssaison in den USA. Also ich glaube, fast 15% aller S&P 500 Unternehmen öffnen in dieser Woche ihre Bücher. Und wir haben gesehen bei Netflix, bei den Zahlen, das kam gut an. Und den Wochenauftakt machen die Technologiegiganten Alphabet und Microsoft, also wirkliche Schwergewichte, am Dienstag nachbörslich. Zur Wochenmitte folgt dann noch das Technologie-Urgestein IBM, die wohlgemerkt in 2024 auch eine massive Performance hingelegt haben. Das heißt, indirekt profitieren die auch scheinbar von diesem ganzen AI-Run. Und am Donnerstagabend präsentiert dann ja schließlich nochmal Amazon seine neuesten Quartalsergebnisse. Und hier dürften insbesondere starke Abweichungen von den Analystenprognosen und dem Unternehmensausblick für erhöhte Volatilität am Markt sorgen. Also wenn ihr auf einmal Mittwochabend oder Donnerstagabend auf einmal seht, Bitcoin, da kommt Musik rein, sei es jetzt nach oben oder nach unten, heißt es mal ganz genau gucken, was war da los bei den Quartalszahlen, weil das könnte durchaus den einen oder anderen Kursspike geben. Okay, und wie kann jetzt Bitcoin in den kommenden Tagen performen? Was sind so deine, ja, ich sag mal, bullischen Zielmarken hier? Also kurzfristig, wir haben erstmal eine ganz wichtige Sache geschafft. Das kann jeder anlegen, nimmt einen Chart, nimmt die Abwärtstrendlinie vom Hoch am also 15., 16. Mai, legt das einfach mal so runter und sieht, wie es wirkt jetzt wirklich danach, als könnten wir es schaffen, auszubrechen. Sprich, ein Rückfall unter eigentlich 68.000 oder 67.500 wäre dann, was das angeht, schlecht. Aber insgesamt muss man sagen, der Bitcoin-Kurs zeigt sich in der zweiten Oktoberhälfte, so wie wir es ja auch zum Glück prognostiziert hatten, der Statistik folgend weiter bullisch. Und durch den Wochenschluss oberhalb der 66.550, den wir gesehen haben, das hatte ich in der Vorwoche gesagt, das ist so eine wichtige Marke, steigt die Chance für eine Trendfortsetzung nun in dieser Handelswoche weiter. Und zum finalen Angriff auf die psychologisch relevante 70.000er-Marke zu blasen, gilt es für die Bullen nun eigentlich, den Bereich um 68.000 nicht mehr nachhaltig aufzugeben. Da hängen wir tatsächlich momentan auch, sind momentan bei 68.231, 14.15 Uhr deutscher Zeit. Also insofern, wir bewegen uns genau in diesem wichtigen Support-Bereich. Und wird der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie, die ich gerade schon angesprochen hatte, damit dann nämlich in den nächsten Tagen bestätigt, könnte Bitcoin schnell auf den höchsten Wert seit 29. Juli ansteigen und bis in den Bereich zwischen 70.000 und 71.350 vordringen. Das ist eigentlich so der letzte Barrierebereich, bevor wir dann zumindest mal das alte Allzeithoch anlaufen und optimalerweise dann auch überwinden. Und wie ich schon meinte, starke US-Quartalsberichte, kriegen wir die, könnte dann tatsächlich Bitcoin nämlich in den kommenden Tagen schon Richtung seines Höchstwerts aus dem März schieben. Und vielleicht sehen wir ja sogar einen Ausbruch. Und ich glaube, wenn diesmal der Ausbruch kommt, wenn er wirklich dynamisch kommt und wir über den bis dato Höchstwert gehen aus dem März, da ist dann auf dem Weg, man nennt das so schön Uncharted Territory, da sind dann halt keine Widerstände mehr. Dann ist Preisbildung pur, dann heißt es Supply and Demand und dann kann es mal ganz, ganz, ganz schnell, gerade weil ich sehe, dass da auch einige Short-Positionen da oben noch liegen, die dann liquidiert werden dürften, ganz schnell mal in Richtung 80.000 laufen. Also das ist das, was ich mir wünsche, ob wir das jetzt so schnell sehen, weiß ich nicht, aber wir wissen ja, wir haben, was hast du gesagt, wir haben durchaus noch 10-15% Raum für diesen Monat, um im Durchschnitt zu sein von den letzten Jahren. Insofern, das wäre genau dieser Wert,
Insofern, why not? Nächste Woche Montag, hallo 80.000. Das höre ich doch sehr gerne. Genau das wollte ich hören, Stefan. Preisbildung pur. Hört sich auch, finde ich, klasse an. Der guten Dinge halber, auch wenn wir natürlich nicht davon ausgehen, lass uns auch mal kurz noch mal einen Blick auf das bearische Szenario werfen, also die Unterseite. Wie schaut es denn da aus? Ja, also momentan wirkt es so, die Bären versuchen zwar dagegen zu halten, aber sie scheinen zumindest aktuell den Kampf eher zu verlieren. Es reicht auch gefühlt mal langsam mit dieser Seitwärtshängepartie. Und es ist ja immer so, Bewegungen sind immer dynamisch, dann kommt wieder sozusagen eine Range und dann kommt wieder Dynamik. Das ist quasi, wir stehen jetzt meiner Meinung nach schon eine ganze Weile davor, jetzt endlich mal wieder Dynamik wirklich in den Markt zu kriegen und auch eine Trendbewegung zu sehen. Insofern, die Bären müssen das verhindern. Und das ist diese Linie, diese Abwärtstrendlinie. Da stehen wir momentan drüber. Das heißt, die müssen versuchen, eine Gegenbewegung unter 68, optimalerweise für die Bären mit anschließendem Bruch der 66.550, hinlegen, um dann im Endeffekt eine Chance auf eine nachhaltige Konsolidierung in zunächst mal 65.000 zu haben. Und sollte der Bereich 64.500, da war immer die Linie in Sand, die hatten wir hier schon gefühlt x-mal angesprochen, sollte die tatsächlich aufgegeben werden und wir fallen darunter zurück, dann wäre das so ein bisschen Eintrübung des Charts definitiv und dann dürfte das Ausbruchslevel, muss man eigentlich sagen, vom genau letzten Montag eigentlich faktisch, sind wir ausgebrochen über diese, 63.240 ungefähr, müssen die Bullen dann spätestens eigentlich zur Stelle sein. Hier findet sich auch die EMA 50 im Tageschart. Wird die tatsächlich nicht gehalten und die Bären schaffen es, da drunter zu rücken, wäre das eindeutig bärisch zu werden, dann könnte Bitcoin schnell in Richtung mindestens 62.000 laufen, womöglich dann tatsächlich wieder nochmal die 60.000 testen. Da haben wir die 200-Tage-Linie, da haben wir den starken horizontalen Unterstützung bei 60.294, auch keine neue Zahl, die hatte ich hier x-mal erwähnt. Und das ist eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt auf der Unterseite. Ich sag mal, ein Bruch der 60.000 würde dann wirklich ganz schnell bedeuten, wir gehen dann in die Mit-50er zurück. Aber ich sehe tatsächlich momentan auf der Unterseite die 60.000 wirklich als gegeben, weil es würde keinen Sinn ergeben, dass wir in einem statistisch bullischen Marktumfeld momentan, in einem historisch eher starken letzten Handelsmonaten, dass wir dort im Endeffekt unbegründete Schwäche sehen dürften. Das heißt, ich sage mal 60.000 Worst-Case-Szenario, fallen wir dahin nochmal zurück, kommen vielleicht die Leute, die sagen, oh, ich habe das jetzt verpasst und habe gar nicht gekauft, ja dann vielleicht traut euch mal und kauft was rein. Immer dosiert und keine no financial advice, aber die 60.000 ist zementiert momentan. Ich sehe nicht, wie die Bären 60.000 nochmal nachhaltig unterdrücken können. Gut, das glaube ich auch nicht, dass das passiert. Danke auf jeden Fall für diese bullischen Worte zum Schluss. Ich für meinen Part bleibe eben auch ja weiterhin optimistisch und dass wir in Oktober auch eben ja noch sehr erfolgreich zu Ende bringen. Wir bleiben gespannt. Wir werden es im nächsten Podcast dann auch wieder besprechen und halten euch da gerne auf dem Laufenden. Also in dem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, eine erfolgreiche Handelswoche und sei der Bitcoin-Gott mit uns und schiebt uns auf ein neues Allzeithoch in dieser Woche.